Wenn wir von der Allure sprechen, ist dies ein Ausdruck für Gesundheit und Schönheit. Sie bedeutet Leben. Im Laufe der Jahrhunderte wurde sie als Pflanze Edens betrachtet, als stille und wundersame Heilerin. Ein echtes Naturheilmittel für alles menschliches Übel. Sie wächst auf den Kanaren und vor allem in Lanzarote. Dies ist auf das Klima und den steinigen, trockenen Boden zurückzuführen, der den glücklichen Inseln gemeinsam ist. Ihr Aussehen erinnert an einen Kaktus, aber in Wirklichkeit gehört sie zu der Familie der Liliengewächse, genauso wie Knoblauch, Lilie, Spargel und Tulpe. Sie ist eine sogenannte Sukkulente, da sie große Mengen Flüssigkeiten speichert. Es gibt mehr als 340 Arten von bekannten Aloe-Pflanzen. Außerdem nimmt der Mensch durch Züchtung weiterhin kontinuierlich Einfluss auf den stetigen Anstieg neuer Arten. Dennoch haben nicht alle die gleichen therapeutischen Eigenschaften, wie sie bei der echten Aloe Vera Barbadensis Mila vorliegt, die als Aloe Vera bekannt ist. Die Pflanze ist, wie es die Wissenschaft über viele Jahre bewiesen hat, ein wahrhaft wirksamer Cocktail von aktiven, zusammenwirkenden Molekülen, welche zahlreiche Krankheiten und Beschwerden vorbeugen und heilen. Es handelt sich um eine Pflanze, welche im Wildwuchs in steinigen und trockenen Gebieten auf den Kanaren und in Afrika üblich ist. Man kann sie aber auch in der Karibik, Mittel- und Südamerika, China, Kambodscha, Thailand, Pakistan und in einigen Regionen der Vereinigten Staaten antreffen.